Stuttgart. 3:1 heute. Schönen Sieg, Tor von dir. Du musst zufrieden sein. Ja, also wir sind auf jeden Fall zufrieden. Sicherlich mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. Es war heute ein Kampfspiel auf sehr nassem Rasen, sehr schwierige Bedingungen vielleicht auch, aber haben wir am Ende doch dann relativ souverän über die Bühne gebracht. Nach den 1-0 habt ihr es eigentlich euch selbst schwer gemacht mit einem unnötigen Elfmeter. Ja, das passiert uns immer noch ein bisschen, dass wir hinten ein paar Schwierigkeiten haben, dass wir vielleicht auch mal einfache Ballverluste haben oder mal einfache Fehler machen. Das müssen wir noch abstellen, um so dann vielleicht die Siege noch souveräner einfahren zu können. Dann gehen wir kurz nach die Nationalmannschaft. Da läuft es ja sehr gut. 31:0 Tore, alle Punkte geholt. Das ist eigentlich, wo Deutschland wieder zurück sein möchte. Genau, also man muss natürlich auch sagen, es waren jetzt natürlich auch Gegner, die wir auch klar schlagen müssen, die wir dann natürlich auch klar geschlagen haben. Und ich denke mal, jetzt im November kommt dann ein richtiger Härtetest auf die Nationalmannschaft zu. Und da wird man sehen, wo man jetzt so steht nach der WM. Mit einem Spiel, wo 85.000 Leute sein werden in Wembley, das ist das, wo jede Spielerin nach aussieht, wo man es vertut. Genau, also auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Freundschaftsspiel ist, ist das natürlich trotzdem für jede Spielerin auch ein Stück weit ein Karrierehöhepunkt, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und da fiebert, glaube ich, jeder schon drauf hin.